In diesem Video zeige ich euch, wie ihr WhatsApp, Snapchat, Instagram und TikTok am besten einstellt, wenn ihr eure Privatsphäre schützen wollt. Ihr könnt euch mit den Kapitelmarken auch direkt zu der App durchklicken, die euch am meisten interessiert. Wir starten mit WhatsApp. In WhatsApp gelangt ihr je nach Gerät unterschiedlich in die Einstellungen. Wenn ihr ein iPhone habt, klickt ihr einfach unten auf die Einstellungen. Bei einem Android-Gerät wählt ihr oben rechts die drei Punkte aus und geht dann in die Einstellungen. Wählt nun Account und dann Datenschutz. Jetzt habt ihr alle hilfreichen Einstellungsmöglichkeiten vor euch. Zunächst einmal muss nicht jeder, der eure Handynummer hat, auch direkt wissen, ob ihr online seid. Das könnt ihr also auf Meine Kontakte umstellen. Jeder, der eure Handynummer hat, kann außerdem euer Profilbild sehen, also wählt am besten auch Meine Kontakte. Dann können nur die euer Bild sehen, die ihr auch kennt. Die kleine Info kennt ihr vielleicht auch, da haben die meisten nur sowas drinstehen wie ich nutze WhatsApp, aber auch da könnt ihr einstellen, wer das alles sehen kann. Dann gibt es noch Einstellungen dazu, wer euch in Gruppen hinzufügen kann. Diese Einstellung ist beim iPhone hier oben, bei Android-Geräten müsst ihr vielleicht erst etwas runterscrollen. Klickt auf Gruppen. Hier könnt ihr nicht nur einstellen, dass nur eure Kontakte euch hinzufügen können, sondern auch einzelne Personen ausschließen, die euch immer in Gruppen hinzufügen, obwohl ihr das gar nicht wollt. Beim Status gibt es ebenfalls ein paar erweiterte Möglichkeiten. Ihr könnt da nicht nur einstellen, dass nur eure Kontakte den Status sehen können, sondern auch entscheiden, dass der Status nur für eure besten Freunde und Familie ist oder generell eure Kontakte zulassen, aber einzelne Personen ausschließen. Noch ein Tipp dazu. Man kann hier auch die Lesebestätigung ausstellen. Das ist an sich super für euch, wenn ihr immer davon gestresst seid, dass Leute durch den blauen Haken wissen, ob ihr eine Nachricht schon gelesen habt. Das können sie ohne die Lesebestätigung nämlich nicht mehr sehen. Wenn jetzt jemand anderes die Lesebestätigung auch ausgestellt hat, könnt ihr aber auch nicht mehr sehen, dass diese Person euren Status angeschaut hat. Vielleicht sieht also jemand gerade euren Status, ohne dass ihr das wisst. Überlegt daher gut, wie ihr eure Statuseinstellungen machen möchtet. Mit einer Bildschirmsperre, wie es beim iPhone heißt, bzw. Fingerabdrucksperre bei Android-Geräten, könnt ihr WhatsApp an euren Geräten auch vor Zugriffen durch andere nochmal extra sichern. So, noch ein letzter Tipp zu WhatsApp. Ihr könnt hier einstellen, dass Nachrichten in euren Chats standardmäßig nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden. Aber bedenkt, die Chats können natürlich von der anderen Person gescreenshottet und gesichert werden. Das gilt auch für Bildnachrichten, die ihr nur zum einmal angucken verschickt habt. Die Person kann sich das Bild trotzdem abspeichern. Weiter geht's mit Snapchat. In Snapchat findet ihr die Einstellungen, indem ihr auf euer Profil geht und dann oben rechts auf das Zahnrad klickt. Dort scrollt ihr runter, bis ihr zum Bereich kommt, der entweder wer darf oder wer kann heißt. Schauen wir uns mal die drei wichtigsten Möglichkeiten an. Entscheidet, wer euch kontaktieren kann. Vielleicht möchtet ihr keine Nachrichten von Fremden erhalten. Ihr könnt außerdem entscheiden, wer eure Story anschauen kann. Hier könnt ihr eure Freunde auswählen und auch einzelne Kontakte unter Benutzer definiert ausschließen. Überlegt euch außerdem gut, ob ihr wollt, dass andere euren Standort auf der Snapmap sehen können. Weder Freunde noch Bekannte oder sogar Fremde können im Geistmodus sehen, wo man gerade anzutreffen ist und wo man zum Beispiel wohnt, wenn man sich dort viel aufhält. Alternativ könnt ihr hier einzelne Personen auswählen, die das sehen dürfen. Noch ein Tipp: Achtet auch beim Teilen einer Story darauf, dass ihr diese nur in eure Story stellt und nicht direkt mit allen über die Snapmap teilt. Kommen wir zu Instagram. Um eure Privatsphäre in Instagram einzustellen, geht ihr auf euer Profil, dann oben auf die drei Striche und dann auf Einstellungen. Wählt Privatsphäre aus. Am wichtigsten finde ich persönlich die Möglichkeit, ein privates Konto einzustellen. Damit könnt ihr eure Inhalte davor schützen, dass sie einfach jeder im Internet sehen kann. Stattdessen könnt ihr dann nämlich auswählen, wer euch folgen darf. Vielleicht bekommt ihr auch manchmal unangenehme Nachrichten oder Kommentare. Unter diesem Punkt könnt ihr diese verbergen. Ihr könnt auch den Filter noch stärker einstellen, wenn der bisherige nicht ausreicht, und in der Liste Begriffe oder Emojis einstellen, die ihr in euren Nachrichten oder Kommentaren nicht sehen wollt. Klickt dann jeweils noch auf Verbergen. Ihr könnt Kommentare auch für einzelne Personen blockieren. Unter Nachrichten könnt ihr zudem insgesamt einstellen, ob euch Fremde kontaktieren können und ob sie euch in Gruppen hinzufügen dürfen. Wenn euch jemand trotzdem unangenehme Kommentare schreibt, könnt ihr diese Person blockieren oder einschränken. Schränkt ihr sie ein, kann sie zwar Kommentare schreiben, diese werden jedoch für niemanden außer euch sichtbar, außer ihr schaltet sie selbst frei. Mit diesen Einstellungen könnt ihr bereits einige unangenehme Begegnungen vermeiden. Unter Beiträge könnt ihr entscheiden, dass euch nicht jeder auf irgendeinem Bild markieren darf und die Markierungen erst genehmigen wollt, bevor sie für andere sichtbar werden. Auch ob jemand euren Profilnamen in Stories, Beiträgen oder Kommentaren erwähnen darf, könnt ihr entscheiden. Falls ihr nicht wollt, dass alle Follower auf eure Stories antworten können, stellt das hier entsprechend um. Außerdem könnt ihr entscheiden, ob eure Follower eure Stories untereinander in Nachrichten verschicken können. Damit das nicht geht, muss der Haken hier aus sein.
Damit eure Beiträge nicht in Guides von anderen Profilen auftauchen können, lasst hier den Haken aus. Und noch ein letzter Punkt. Unter Aktivitätsstatus könnt ihr entscheiden, ob andere sehen können, ob ihr gerade online seid. Jetzt schauen wir uns noch TikTok an. In TikTok findet ihr eure Privatsphäre-Einstellungen, indem ihr auf euer Profil und dann oben auf die drei Striche geht. Wählt dann Einstellungen und Datenschutz aus. Klickt dann nochmal auf Datenschutz. Mein wichtigster Tipp an euch, stellt euer Konto auf privat. So kann nicht jeder sehen, was ihr veröffentlicht, sondern eben nur Leute, die ihr auch bestätigt habt. So behaltet ihr die Kontrolle über eure Videos. Achtung, ein Hinweis zu den folgenden Einstellungen. Manche Einstellungen sind nach meinen Tests nicht in allen App-Versionen verfügbar. Also je nachdem, was ihr für ein Smartphone habt, wundert euch bitte nicht, wenn es irgendeine Einstellungsmöglichkeit bei euch einfach nicht gibt. Nutzt einfach nur die Möglichkeiten, die ihr habt. Falls ihr selbst Videos hochladet, entscheidet, wer eure Videos kommentieren darf. Je nachdem, welches Alter ihr bei der Anmeldung angegeben habt, sind Kommentare vielleicht bereits gesperrt. Ihr könnt je nach App-Version auch bestimmte Stichwörter oder ausgewählte Kommentartypen filtern. Außerdem könnt ihr hier entscheiden, wer euch erwähnen darf. Ihr könnt euch auch eine Nachricht schicken lassen, wenn ihr erwähnt werdet. Je nach App-Version könnt ihr außerdem einstellen, dass nicht jeder euch in Videos markieren kann. Entscheidet, ob eure Freunde sehen dürfen, wem ihr folgt und ob sie sehen dürfen, welche Videos ihr mit Gefällt mir markiert habt. Falls ihr ein öffentliches Konto habt, könnt ihr auch Einstellungen zu Duets und Stitches vornehmen und da eben auch einstellen, wer das mit euren Videos machen darf. Ein paar kleine Tipps habe ich noch für euch. Geht dazu wieder zurück in die allgemeinen Einstellungen. Hier könnt ihr im Menüpunkt Sicherheit unter Deine Geräte einsehen, ob euer Account noch an einem anderen Gerät eingeloggt ist. Wenn ihr in den allgemeinen Einstellungen runterscrollt, findet ihr den Menüpunkt Digital Wellbeing. Hier könnt ihr euch nach einer bestimmten Zeit daran erinnern lassen, wenn ihr oft länger durch TikTok scrollt, als ihr es eigentlich wolltet. Außerdem könnt ihr den eingeschränkten Modus einschalten, wenn ihr manchmal unangemessene Videos seht. Geht auch die Einstellung am besten auch direkt in eurem Gerät durch. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne einfach hier einen Kommentar.